Die gerade erst eingeweihte Laufhalle am Lambrechtsgrund ist der Stolz der Leichtathletikabteilung des SSC. Drin riecht es noch nach frischer Farbe. Eine 11. Klasse des Sportgymnasiums trainiert fleißig. Damit die Nachwuchsathletinnen und Athleten noch lange unter besten Bedingungen trainieren können, hat der Vorstand der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin am Freitag einen 5-jährigen Sponsoringvertrag unterzeichnet. Für den SSC steht gerade die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften und den beliebten Jedermann-Zehnkampf auf der Tagesordnung. Wir haben hier viele Akteure, die eine große Zukunft haben in der Leichtathletik. Und da wollen wir jetzt drauf aufbauen und dann, sag mal, in 1-2 Jahren wieder da sein, wo wir vor 2 Jahren waren und dann noch besser werden. Weil das ja hier keine kurzfristige Lösung ist, dass wir jetzt 2-3 Jahre eine gute Halle haben, sondern wir haben jetzt mit dem Stadion auch und mit dem ganzen Komplex, mit dem Sportinternat, mit dem Gymnasium hier am Standort doch Bedingungen für die Zukunft auch. Und die suchen sie mal woanders. Also da haben wir hier in Schwerin sehr gute Bedingungen. Die Laufhalle ist ja für Schwerin quasi eine Herzensangelegenheit nach dem schlimmen Brand vor einiger Zeit. Ist man, denke ich, in der Stadt sehr froh, dass diese Halle so wieder entstehen konnte und dass wir jetzt als Sparkasse unser Emblem hier raufbringen können und natürlich auch etwas mit finanziellen Mitteln anfüttern können hier. Das freut uns natürlich sehr in jeder Hinsicht, dass wir natürlich vor allen Dingen hier den Leichtathleten des SSC und auch weiteren Sportlern hier in der Heimstadt mitgeben können und es mit ermöglichen können. Wir denken insgesamt eine runde Sache, eine Symbiose für alle Beteiligten und wir freuen uns darauf, dass diese Halle jetzt auch gut in Nutzung kommt. 13 Mal unter den ersten 6 bei internationalen Wettkämpfen in den letzten 10 Jahren. 67 Medaillen bei deutschen Meisterschaften sind nur einige der großen Erfolge des SSC. Dank stetiger Unterstützung durch Sponsoren wie die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin sind es nun einzig sportliche Hürden, die noch genommen werden müssen.